ist das laut. Balabagulis, meine Freunde. Das war auch laut. Wir spielen. Oh, Okami. Scheiße, ich kann mich auch da. Okay. Ich bin noch nicht perfekt wieder fit. Allerdings hält mich das davon nicht ab, echt zu sein. Was zum Fick? Können wir irgendwie... Wieso können wir nicht mehr schneiden? Geht das gar nicht mehr? Doch, anscheinend geht der Schnitt noch. Nun ja. Was lief gestern? Darkest Dungeon, oder? Vertue ich mich da gerade? Nein, das lief Darkest Dungeon. Also ich voll das geile Spiel. Ich habe es im Singleplayer jetzt mal ein bisschen angespielt. Einfach nur, weil ich mal testen wollte, was das Spiel so offeriert. Und ja, es ist cool. Isun! Okay, das ist deine neue Pinseltechnik. Jetzt, Emmy, bevor du ganz aufgeregt wirst und vergisst, was du tun sollst. Was wolltest du tun? Habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Bist du bereit? Okay, dann, wenn du jemals vergisst, was du als nächstes zu tun ist, drück einfach F1. Bangarang. Oh, das Skippen. Und Fächer mit dir zu öffnen. Und Logbuch. Und Journal. Rats. Ja. Hey Emmy, was mit verwelkten Wächtersprösslingen außerhalb? Ich wette, du kannst sie genauso wiederbeleben. Genau, babiblo. Okay, ich weiß wieder, was wir machen müssen. Dein Journal enthält Aufzeichnungen aller wichtigen Dialoge, die du gehört hast. Es zeigt alle wichtigen Informationen, die du mit deinem pelzigen kleinen Kopf hast. Hey, okay, sie hat recht. Er hat recht. Hol dir einfach die Infos, wie ich es dir erklärt habe, und du wirst dich immer an alle wichtigen Dinge erinnern. Dein Abenteuer wird um einiges leichter, wenn du dich immer daran erinnerst. Also merk dir eins nach dem anderen. Okay, let's go. Wieso steht er jetzt hier? War das nicht der Arbeitertyp da? Schwächen. Bams. Dann vorbeisprinten. Elegant und cool. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Unter uns ist doch... das hässliche Ding. Müssen wir ein bisschen weg. Dann, Augenblick, wir spielen wieder Gärtner. Schwupp. Okay, das war der hässlichste Kreis, den ich hätte malen können. Ich habe Flosse gemacht. Hey, alles wird bunt. Wir haben einen grünen Daumen. Grünes Fettchen. Oh, das Spiel ist so schön. Gosh, für jemanden, der noch nicht wieder fit ist, laberst du ganz schön viel, Alter. Ja, ist okay. Das ist typisch so der richtig asiatische Stil. Wir müssen alles mit einer Hardcore-Kameraführung, mit einem massiven Lichteffekt und einer Hardcore-Welle an Farben und Blitzern und Glitzern und Funkeln darstellen. Finde auch, dass ein Tentakelmonster kommt und Frauen was auch immer machen will. Dinge halt. Dinge, die Tentakeln und Eingänge beinhalten. Juhu, bunte Lämpchen. Alright. Bitte öffne dich, was ich damit anfangen kann. Ah, dieser schrecklich verfluchte Zone ist komplett verschwunden. Ja, das ist der Sinn von so einem Sprössling. Pflanzen und Tiere sind wieder zurück. Und diese angenehme, frische Brise... Achso, na fuck, das war nie. Nun, das nenne ich mal große göttliche Intervention. Wenn du weiter so den bösen Fluch brichst, dann würde ich wetten, dass du dir die Götter der Natur ihre Kräfte leihen. Dass dir die. Ist ja auch egal. Hör doch endlich mal verfickt nochmal auf meinen Kopf rumzuhüpfen, ohne Witz jetzt. Ein großes Bäumchen. Hey! Das ist ein Kuriasbaum. Oder du nicht? Vielleicht hat sie auch das aufgemuntert. Weil du einen Wächtersprössling wiederbelebt hast. Ey, theoretisch habe ich zwei wiederbelebt. Nun, wir können ja später mal bei ihr vorbeischauen gehen. Da. Ich habe hier gerade einen guten Lauf. Wie wäre es, wenn wir uns zuerst auf dem Shinshu-Feld umsehen würden? Du bist 100 Jahre lang weg gewesen, stimmt's? Einen schönen Lauf durch die Gegend. Hier wird dir gut tun. Was willst du damit sagen? Willst du damit irgendetwas andeuten? Irgendetwas auch nur? Erhalten! Auskämpfen, fliehen! Was? Brauche ich nicht. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Okay. Und wisst ihr, was auch nützlich wäre? Wenn ihr mir ein Abo da lasst, könnt mir ja mal ein bisschen unterstützen.
In letzter Zeit sind nämlich die ganze Zeit Abo hin, Abo weg, Abo hin, Abo weg. Also kurz Schnauze! Gosh, so eine Kacke hasse ich ja. Aber wenn du es ehrlich meinst, dann wäre ich dir unendlich dankbar. Wir haben 14.590 hier in Holy Fucking Shit. Also, es wäre schön, wenn du mir ein Abo da lässt. Es wäre schön, wenn du mich unterstützt. Und wenn du mich schon abonniert hast und mich schon unterstützt, dann ist es einfach schön, dass du da bist. Hi. Aufnehmen. Sorry, ich dachte, ich könnte dich Dickerchen rumtragen. Zuhören. Ja, mal sehen, was mache ich nochmal hier? Ah, ja. Ich hätte Schutz unter diesem Wächtersprössling gesucht, weil ich so ein schreckliches Geräusch gehört habe, wie von einem knurrenden Monster. Nun, das ist ja einfach perfekt. Das ist Schicksal. Ich werde dir ein Geschäft aufmachen. Du weißt, wohin du kommen... wohin du kommen musst. Wenn du einkaufen geschickt wurdest. Stimmt's, Hähnchen? Oh, ja, ich weiß nicht, ob du verstehst, aber... Na, zu schnell geklickt. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Das wird ein Kinderspiel mit deiner Nase. Wenn du irgendwo nette Schüsseln oder Teller aufspürst, dann lass sie nicht da liegen. Bring sie zu mir. Würdest du das tun? Ja, kleiner Hund, machst du das? Fein! Wenn du irgendwelche Schätze aufsammelst, die ein bisschen Wert haben, dann zahle ich dafür. Schätze? Hast du sowas schon gefunden, Emmy? Hast du das gefunden, Kleiner? Schon gut. Wenn ja, dann solltest du es einfach verkaufen. Ich meine, was willst du mit so einem Zeug wie Schüsseln und Teller? Fragezeichen. Es ist hart, das schwer erarbeitete Zeug zu verkaufen. Aber keine Sorge, alle Schätze, die du gesammelt hast, werden im Fächermenü erfasst. Was murmelst du da? Willst du mit mir handeln? Oder war das jetzt hier so eine Drohung oder was? So, ey, Digga, willst du handeln oder was? Komm her, hä? Was willst du überhaupt? Was kann ich denn kaufen bei dir? Futter, Futter, Futter. Vergeltung. Papier mit heiliger Darstellung. Lenkt zeitweise Angriffe ab. Da war ja was, stimmt. Das ist geil, die Musik, oder? Okay, passt schon. Futtersack. Nope, 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 nope. Das ist, ich weiß nicht, ob das nützlich ist. Ich kaufe jetzt einfach Vergeltung. Weil ich will das jetzt testen. Ich schätze mal, das ist einfach nur ein Bonus im Kampf. Rücktaste. Verkaufen. Okay, also kann ich die Dinger hier doch verkaufen, ja? Okay, wir waren uns ja letztens nicht sicher, aber anscheinend... Oh, Sachen. Sachen ist gut. Sachen. Aber anscheinend kann man die Dinger verkaufen. Okay, ist cool. Du hast übrigens einen hässlichen Laden, Dickerchen. So, speichern wir direkt. Und ich habe da eine spontane Idee, auch wenn ich jetzt eigentlich gerne weiterspielen möchte. Was haltet ihr jetzt einfach mal spontan davon? Gut, ihr habt ja kein Mitspracherecht, aber ich tue es einfach mal so. Also, was haltet ihr davon, wenn wir diese Folge hier beenden? Weil ich finde, Wächtersprösslinge wieder belebt, ein bisschen gekämpft. Obwohl, haben wir mal geil gemacht, oder? Wir brauchen mindestens einen Kampf. Mindestens diesen Kampf. Ups. Zap. Und zap. Komm schon, ich will gut werden, sein. Nein, du darfst leider nicht überleben. Sorry. Und, wie war ich? Zeit, Bob, Schaden, Bob, Geld, Yin, woo. Es hat noch geklappt, ich hab's geschafft. Ich dachte, nach aller Zeit wäre ich beschissener. Naja, wie war das nochmal? Den ganzen Bereich Auswahl oder so, ne? War das richtig? Yay, es war richtig. Oh, wie süß, guck mal, das ist doch so knuffig. Oh. Oh, guck das mal an. Guck, 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 guck. Ist das nicht süß? Fucking hell, ist das niedlich. Wir kennen keine Niedlichkeit. Aber wir kennen Töten. Wie viele Spiele kennt ihr, in denen man ein Papier tötet? Hä? 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 Ja, ich spiele exquisiten Stuff. Also, es geht nur einer? Oh, hat's euch ein bisschen gefickt. Sorry. Hat's. Kann ich auch... Kann ich den ganzen Kampf nur mit dem Pinsel machen? Na! Dafür muss man aber eine Pinselaufladung haben. Na, das dauert zu lange. Jetzt habe ich meine Statistik verkackt. Wetten. Okay, okay, okay. Und, was haben wir? Was haben wir? Zeit, Baum, Schaden, Baum, Geld, Yen! Wie viel überhaupt? 400. Das lohnt sich nicht. Ich meine, ich weiß eh nicht, was wir dadurch kriegen. Also,
was das jetzt bringt. Ist das... Ist das so eine Wiese, die wir aufblühen lassen? Hey, ich hab's schön gemalt. Okay, oder muss ich da buddeln? Du bist eine Sonnengöttin und du kannst keine Steine schön kaputt buddeln. Muss ich das kaputt... Muss ich da was hinsetzen? So ein Pünktchen? Das muss ich hier machen. Licht sagt mir, was ich tue. Oh, wie süß. Okay. Und mit diesen Worten beendet Emmy unsere Folge. Emmy sagt Tschüss. Oh, das klappt. Das ist awesome. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Moment. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Wolf und... Valadoheris.